Ja, herzlich willkommen zum allerletzten Blog. Wir haben noch drei spannende Lightning Talks. Anfangen wird Christopher Lorenz, der sich mit der OSM-Adress-DB beschäftigt. Da hat sich einiges geändert, das wird er uns jetzt präsentieren. Genau, ich habe jetzt gesagt, ich mache einfach mal 5 Minuten, um das Neue mal so kurz zu zeigen, beziehungsweise was es so Aktuelles gibt. Ich habe es ja auf den letzten FOSS-Gissen schon so ein bisschen vorgestellt. Also das Design war ja schon soweit bekannt, da waren ja noch so ein paar offene Punkte gewesen. Die ganz große Neuerung ist mehr oder weniger der komplette Block unten Werkzeuge, wo ich sehr viele kleine Tools mit der Zeit eingebaut habe, wo man so Adressvalidierungen machen kann und sich zusätzlich zu den Sachen, die hier unten sind, wie ungültige Adressen, also unter anderem Adressen nur mit einer Hausnummer ohne Straße, ist ja schon bekannt. Unten ist die altbekannte Straßenliste drin. Jetzt kann man auch neu sagen, ich möchte bitte nur die Straße angezeigt haben, wo irgendwo Adressen drin sind, dann filtert er die unten raus. Oder ich suche mir hier irgendeine Straße, dann wird unten entsprechend dann gefiltert und angezeigt. Ja, wie gesagt, die oberen Punkte hier gehen wir jetzt mal durch. Also wir haben hier sowas wie Statistiken, Liste von doppelten Adressen, mögliche Schreibfehler. In der Statistik sieht man hier schön Dresden, dass ich hier seit, wenn ich jetzt hier so mal gucke, das ist hier irgendwo... Oh, Vorbereitung zur FOSS-GIS oder sowas, wurden hier irgendwie etliche Adressen in Dresden eingetragen. Die Anzahl der Fehler ist zum Beispiel nach unten gegangen und die Anzahl der Straßen ist so grob gleich geblieben. Also unten hat man das nochmal alles in Textform oder Tabellenform. Wie gesagt, wenn man jetzt Städte hat, die schon länger in der Datenbank bei mir drin sind, sieht die Grafik natürlich dann ein wenig anders aus. Auch Liste von doppelten Adressen nach Entfernung. Hier habe ich unter anderem drin, welche Adressen habe ich denn in OpenStreetMap gefunden, welche ja, Hausnummern, unter anderem hier Magdeburger Straße 48, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, gucken wir doch mal. Ja, das ist hier irgendwo nach Industriegebiet sieht das aus und wahrscheinlich ist das komplette Industriegebiet mit allen der gleichen Adresse vergeben. Demnach ist das durchaus false positive. Wenn man sich auch die Entfernung dazu anguckt, also 2 Kilometer, 1 Kilometer, hier unten sind dann eventuell schon ein oder einen Fehler drin, die dann wirklich zufälligerweise, ich habe auch schon etliche gefunden, wo wirklich doppelte Adressen angegeben wurden, weil ein Haus kopiert wurde, wurde die Adresse mit kopiert. Solche Fehler passieren halt. Hier habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht, oder habe ich es hier dran? Doch, hier hinten habe ich es dran. Unter anderem eine Funktion drin, wenn ich mich jetzt hier anmelden würde, würde ich mich mit meinem OSM-Name anmelden. Also ich komme auf die ganz normale OSM-Seite, kann sagen, ja, die Adress-DB darf jetzt meinen Namen lesen. Also ich speichere denn hier wirklich nur den Namen und könnte denn diese Funktion, wenn ich mich angemeldet habe, ein Häkchen dran machen und beim nächsten Mal wäre dann entsprechend die Anzeige weg. Und das wäre quittiert und der Fehler taucht hier nicht nochmal auf, weil ich gesagt habe, ja, diese beiden Adressen mit diesen zwei Elementen, die hier dran sind, das ist korrekt. Ja, Gleiches habe ich hier mit möglichen Schreibfehlern in Straßen. Hier gibt es natürlich toll durchnummerierte Straßen. Die sind natürlich fast immer gleich. Also hier habe ich aus PostgreSQL die Namensgleichheitsfunktionen benutzt. Und wenn man hier ein bisschen weiter runter geht und die oben sagt, ja, das sind eigentlich Nummern, wo dann nur der Unterschied ist. Hier sind wieder durchnummerierte. Das ist der Vorführeffekt. Es gibt hier in Dresden scheinbar wirklich keine, die wirklich ziemlich ähnlich heißen. Also es gibt solche Sachen in Potsdam wie zum Bahnhof, an Bahnhof oder zum irgendeinem Park oder an irgendeinem Park. Also die sind wirklich sehr ähnlich, sind aber wirklich unterschiedlich. Also ich habe wirklich auch ein Straßenschild schon fotografiert, wo wirklich die beiden Schilder so, bei einem steht zum und einem an dran. Wie gesagt, sowas gibt es wirklich. Habe ich nicht geglaubt. Dann habe ich hier auch neu drin Adressen mit großem Abstand zur Straße. Hier gibt es dann unter anderem, wie gesagt, das sind manchmal irgendwelche Grenzfehler, wenn die Straße irgendwo außerhalb des Stadtgebietes ist, dann wird das häufig mal angezeigt. Ich kann hier mal so gucken, was hier so relevant wäre. Hier habe ich, ja, genau, hier ist irgendeine Adresse und die Straße dazu ist hier. Das kann irgendwo nicht stimmen, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Fehler oder... ja, wie gesagt, das sieht ja auch irgendwie so mitten reinkopiert aus. Ich habe jetzt wirklich nur wahllos eins rausgezogen und zufälligerweise ist das sogar irgendwas, wo ich sage, das kann irgendwie nicht stimmen. Das müsste hier irgendwie die Augsburger Straße und nicht die Alemannische Straße sein. Dann habe ich auch noch Straßennamen mit großem Abstand untereinander. Hier habe ich auch wieder die schön durchnummerierten, die wahrscheinlich in irgendwelchen Wegen sind, ja, Finkenweg, das hört sich auch wieder an danach. Ja, hier ein Finkenweg, das ist eine Kleingartenanlage, da gibt es die halt doppelt.
Aber irgendwo hatte ich dann vorhin einen, wenn wir hier nämlich einen etwas größeren Bildschirm haben, oder wir machen die Karte hier mal auf die andere Seite rüber. Zack, kriegen wir auch alles hin. Haben wir das hier nämlich ein bisschen breiter, dann sieht man hier auch, nee, der Abstand steht hier nicht drin. Zeige das auf der Karte an. Da habe ich jetzt hier oben so ein Stückchen Weg und hier ein Stückchen Weg. Das sieht auch wieder komisch aus. Das müsste man sich auch mal vielleicht vor Ort angucken. Ja, und wie gesagt, die deutschlandweiten Daten oder Deutschland, Österreich, Schweiz aktualisiere ich jetzt täglich und ist unter adresses.lorenz.lu erreichbar. Und wie gesagt, ich freue mich auf Feedback dazu. Also ich kann die Adresse jetzt auch noch mal freundlicherweise, wenn ich mit diesen schönen Funktionstasten an dieser wunderschönen Stelle klarkomme, dann kriegen wir das nämlich auch noch größer hin. Wenn ich nicht nur blind auf die Tastatur, wenn ich das hier nämlich reinkopiere und größer mache, dann kann das auch noch jeder lesen. Wie gesagt, Not macht erfinderisch. Ich habe nämlich keine Folien vorbereitet und mich einfach so durchgeklickt und übergebe jetzt an den Nächsten. Vielen Dank, Christopher.